Hallo und herzlich willkommen zurück zu, ich wollte schon fast The Elder Scrolls Arena sagen, zu The Forest. Lang, lang ist es her gewesen. Aber ja, wir sind jetzt hungrig und durstig. Hier trinken wir noch einen. Hier trinken wir einen Schluck und essen mal eben einen hiervon. Dann rüsten wir den hier aus. Dann machen wir einmal ganz schnell die Hängebrücke fertig. Und ich wünsche euch auf jeden Fall auch frohe Weihnachten. Oder einen schönen Heiligabend, besser gesagt. Ja, wir können den von hier aus bauen. Nice. Denn das hier ist die Weihnachtsfolge, sagen wir mal so, das Weihnachtsspecial, was ich jetzt hier aufnehme. Wir machen eben das da hinten fertig. Und dann machen wir uns auf den Weg in Richtung der Höhlen. Und werden in dieser Weihnachtsspecial-Folge eine oder zwei Höhlen, je nachdem wie groß die sind, komplett vollständigen erkunden. Und ja, aber zuerst will ich das da hinten da fertig haben. Beziehungsweise die Baumstämme, die ich alle da auch noch unten habe, erstmal schon mal verteilen. Knochen haben wir hier auch jede Menge. Können wir auch schon mal ablegen. So. Noch 7. Ah, ich glaube, ich muss noch einmal runterfahren, um den fertig zu machen. Ja. Und dann können wir oben den Rest noch platzieren. Ja, und dann brauchen wir gleich auch noch zu aller. Warte, wir haben hier doch Felle. Was ist denn das? Fell Hirsch. Hirsch, Hirsch, Hirsch. Nimm mal ein. Kann man daraus alles bauen? Speertasche. Ah, da fehlen uns ein bisschen was und Wärmeanzug. Schade. Hängen wir den wieder mal drauf. Und machen den hier jetzt fertig. So, sonst noch irgendwas im Inventar? Stöcke habe ich alle weg, Steine sind alle weg. Sonst haben wir nichts mehr zum Platzieren hier. Zum Leerräumen, sagen wir mal so. So. Ah, doch, wir haben hier noch jede Menge Stöcker. Die muss ich auch noch mitnehmen. Und so. Hier ist voll, dann noch hier. So. Jetzt kommst du einfach gleich wegen nur einem Baumstamm wiederkommen. Ja, zwei. Okay. Dann jetzt eben schnell hier hoch. Können wir
die restlichen Körper hier mit reinpacken. Und hier müssen wir auch noch Möbeln auch noch platzieren. Mobiliar. Haben wir ja hier im Grunde gar nichts außer in diesem Raum. Ah, nice, das Ding ist fertig. Gehen wir mal hier so rüber zu dem Turm. Hier fehlt zwar noch die Treppe, aber kommt ja noch. Ah, alles ist noch oben, also müssen wir nach oben. Packen wir den wieder da rein. Und hoch. Sagen. Da waren wir zuletzt stehen geblieben, dann machen wir da weiter. War denn das jetzt? Da. Ja, komm. So. Ja, diese Türen. So. Da haben wir's. Ja, komm. Wo ist es? Da. 14 von 21. Also noch insgesamt 7. Haben aber hier oben nur einen noch. So. Ja, komm. Dann holen wir uns noch die letzten beiden Baumstämme und die Stöcker. Ganz schnell. Und dann gehen wir rüber. Also schwimmen rüber. Ganz schnell was zu essen und dann Richtung Norden wollen wir gehen. Ist kein Stock mehr. Und durchsuchen mal die Höhlen, die wir finden. So, die Stöcker laden wir hier noch eben ab. So, hoppla, so. Das sind die letzten beiden. Wo den Trinkschlauch können wir auch eben noch auffüllen. So, 17 von 21. So, warte. Ausrüsten und auffüllen. Packen wir den hier wieder. Und dann wollen wir mal los. Ganz schnell was zu snacken holen. Vor allem, ich müsste eigentlich auch mal diese Trockengestelle oder so mal hier aufbauen. Weil mit den Dingern kann man ja Fleisch allgemein trocknen, dass die länger haltbar sind. Und dann hätten wir ein bisschen mehr Fleisch auf Vorrat.
Ich weiß nicht, wird es reichen, wenn wir hier hingehen? Hier anlegen. So, Steine können wir auch schon mal mitnehmen wieder. Aber ein Stein, 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 Stein. Jetzt haben wir maximal was an Stein. Das Ding müssen wir auch noch ein paar Sachen haben. Ich will den Stock. Ah, da hinten waren wieder Ureinwohner. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Da hinten. War ein Hase? War ein Hase. Komm. Ich würde sagen, wir versuchen es damit mal. Komm her, Hase. Wo ist der? Komm. Schnell ist der. Kleiner Scheißer. Ja, wir haben ihn. Dann machen wir uns einen Hasen. Ich würde lieber nicht dieses Feuer nehmen. Und lieber dieses Feuer. So, wo haben wir Hase? Da haben wir Hase. So, dann gönnen wir uns Hasen. Ja, wenn das mal. Ja, jetzt. Oh, guck mal, wie voll unser Magen auf einmal ist. Und dann, ich mache ein kleines Päuschen und dann geht es sofort wieder los. Und für euch wird dann nur ein kleiner Cut sein. Aber dann sind wir gleich wieder da. So, da bin ich auch wieder. Und wir gehen weiter los Richtung Norden hier und suchen uns mal eine Höhle. Aber keine, die wir bisher schon erkundet haben. Und da hinten sollen ja irgendwo noch ein paar sein. Wir haben ja noch nicht alle Höhlen hier auf der Map entdeckt. Gibt es ja schon so einige. Vor allem da oben auf der anderen Seite dieses Flusses. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt, aber da ist ja auch noch einer. So da ein bisschen weiter rechts von der Siedlung. So nördlich von dem großen Arschloch der Welt. Oh. Da sind wieder Ureinwohner. Ich weiß nicht, ob die noch dort sind, aber... Okay, die gehen schon weg. Jetzt auf den Kampf hätte ich wenig Lust gegen die. Erst sobald wir in der Höhle sind oder so, können wir gerne gegen die kämpfen. Aber jetzt erstmal noch nicht. Ich will ja erstmal... Da sind ja noch mehr. Wir laufen hier gerade rum. Ich hoffe, die laufen nicht in unsere Richtung. Nein, haben wir genug.
Noch ein Hasi. Stimmt, die Höhle hatten wir ja schon erkundet gehabt. Ah, ich lasse sie mal unten rum passieren. Rumlaufen. Dann gehen wir hier oben rum. Ich hoffe, ich laufe jetzt keinen über den Weg. Und jetzt auf den Kampf. Schwierig. Ja, stimmt, da ist erstmal noch die Stadt oder. Das hat sich nach hier nach Gloppelheinz hier angehört. Hier. Zwei Gloppelheinze. Ja. Los, weg von denen. Dann schnell weg. Ist ja auch noch eine Höhle. Die markieren wir uns mal. So. Höhle ist blau. Dann lass mal hier reingehen. Gucken wir uns das hier mal an. Es scheint vom Licht her die Einstellung, die ich gemacht habe. Boah. Scheiß Fledermäuse. Doch, irgendwas ein bisschen verändert zu haben und die Einstellungen. Obwohl. Kommt mir hier auch ein bisschen bekannt vor. Aber hier speichern wir einmal auf dem hier. Ja. So. Machen wir hier vielleicht sogar schon mal. Habe ich die Helligkeiten hier? So, auch ein bisschen heller. Egal, lass ich so, wie es jetzt ist. Aber ich finde, sieht deutlich geiler aus mit dem Blau jetzt hier. Ja, hier geht's auch noch mal weiter und noch mal runter. Ich hoffe, ich werde hier jetzt nicht attackiert direkt. Mollys habe ich ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir ein bisschen was auf Vorrat. So, wir sind in der Höhle. Hier waren wir sogar schon mal.
Ja, egal. Können wir hier trotzdem noch mal ein bisschen rumlaufen. Aber die Höhle kennen wir. Hier dürfte auch niemand mehr sein, aber egal, wir laufen hier trotzdem mal durch. Kann sein, dass wir hier vielleicht irgendwas übersehen haben, vergessen haben. Ja, wie? Jede Menge Geld. Uhren haben wir schon genug, okay. Brauchen wir nicht. Das ist aber auch doch ein bisschen angenehmer. So, wenn es ein bisschen heller ist, zu sehen, wo man hin muss. Noch mal eine Uhr. Oh, Stoff. Und Batterien, nice. Geld. Stecker können wir auch mitnehmen, weil so viel Stöcke haben wir jetzt auch nicht mit. So. Hier, das hier haben wir noch nicht erkundet gehabt. Hier waren wir noch gar nicht. Glaube ich zumindest. Oder? Ja, hier waren wir noch gar nicht. Und ich sehe da einen. Jo, da haben wir einen Galopplines. Vielleicht gehen wir auch mal darauf. Verdammt. Oh, die Baby. Oh, wie viele Babys. Geil, drei auf einmal. Oh. Ja, der war richtig scheiße jetzt von mir. Ja, erwischt. So, da sind noch drei Babys. So, der Galopplines muss man wieder ein bisschen in die Richtung gehen. Oh, ich habe Hunger. Und Durst. Ein Schluck und ein Essen war.
So, da bewegt er sich wieder. Komm. Noch ein bisschen. Lauf noch ein bisschen. So. Ja. Komm, jetzt musst du drauf gehen. Ich schieße auch mal ein bisschen auf die Babys. Jo, einen habe ich erwischt, glaube ich. Ne, jetzt habe ich den erwischt. Ach, da hinten ist auch noch einer. Um spazieren. Der lebt ja immer noch. Lebt er noch? So, Baby ist tot. Und den da hinten muss ich auch noch erwischen. Ja, oh, den habe ich auch noch erwischt. Ah, drei Mollys noch. Muss jetzt aber langsam drauf gehen, oder? Ja, jetzt brenn doch, geh drauf, stirb! Jo, der lebt ja immer noch. Ist der Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, ey. Oder? Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Komm, jetzt musst du sterben. Gib doch endlich! Stirb! Wie viel haben wir noch? Letzter. Letzter Molly. Das heißt, wenn der jetzt nicht drauf... Nein! Verdammt! Ach, nö. Jo, ein haben wir jetzt verloren. Oh Gott. Okay, haben wir geschafft. Aber wir haben keine Mollys mehr. So. Aber dafür wieder eine Mutantenrüstung. Hört ihr das? Hört sich dann, als wäre hier irgendwo noch einer. So, die ziehen wir an. Noch ein paar Pfeile, genau. Haben wir die schon mal wieder. Was ist das? Stock. Hat sich da was bewegt? Richtig gruselig hier und verstörend. Da ist was. Sahara. Aber auch noch was. Kamera.
Können wir jetzt Videos drehen? Moment. Kamera. Wir haben mit Megans Ankunft und wir haben mit Mittagessen mit Megan. Ist das Megan? Mal. Okay. Den wollen wir auch noch ansehen. Da ist wieder Megan. Wir waren der Typ. Okay. Ist hier noch irgendwas, was ich vielleicht noch mitnehmen kann, finden kann? Hier. Vielleicht noch eine Kassette? Wäre auch geil. Wo sind wir genau jetzt in der Höhle? Ah, hier dieses Stückchen sind wir. Geht's hier noch irgendwo weiter? Oder nur wieder zurück? Na, ja, anscheinend gibt's hier nichts mehr. Doch, hier noch ein Stock. Und wir haben wieder Hunger. So, Essen und noch ein Essen. Habt ihr das gehört? So. Ich glaube, wir haben hier in der Höhle auch noch nicht alles entdeckt. Wie es aussieht. Stimmt. Da geht es ja auch noch runter. Und dort entlang haben wir ja auch noch nicht alles erkundet. Oder wir kamen von hier. Haben wir gerade von hier oder? Bin ich mir. Ne, ich glaube, wir kamen da von ganz links da. Okay, davon haben wir genug. Aber da ganz links führt nur zum Ausgang. Also können wir hier weiter. Und dann. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier mal irgendwo rechts. Gibt es ja anscheinend irgendwo einen Weg. Rechts rum. Genau, hier war doch irgendwo so ein Wasser, wo man tauchen konnte. Oder da. Hier gibt es noch mehr Geld. Ist das der hier? Genau, das scheint der hier zu sein. Und dann, wenn wir da wieder Richtung Süden gehen, müsste es da einen Weg geben. Was wir noch nicht entdeckt haben oder erkundet haben. Da scheint es wieder rauszugehen. Ja.
So, dann ziehen wir den wieder ab. Gucken wir auf die Map. Wo müssen wir genau entlang? Genau, hier geradeaus. Und dann irgendwo rechts halten müssten wir uns. Aber hier, glaube ich, waren wir sogar schon gewesen. Nein, ich will die Pfeile. Oh, Medizin haben wir aber genug. Ach, hier waren wir ja sogar schon mal. Ja. Können wir vielleicht noch ein paar Pfeile bauen? Brauchen wir für Pfeile? Federn. Federn. Ja. Ah. Pfeile haben wir genug, okay. Mal, da war doch die Sahara-Karte. Kann zum Öffnen von Türen benutzt werden. Wir hatten doch hier irgendwo eine Tür gehabt, die wir nicht öffnen konnten, oder? Wo waren die nur? Ja, beim Schiff, oder? Beim Schiff hatten wir doch eine Tür gehabt. Da müssen wir dann auch mal die Tage hin. Und wir sind wieder hier. Daran erinnere ich mich jetzt wieder. Und dann war hier irgendwo. Genau, hier waren zwei Wege. Wir waren beim letzten Mal, glaube ich, da lang gelaufen. Ja. Und hier waren wir noch gar nicht. Lass mal hier mal hin. Da jetzt nichts. Dann lass mal hier mal rum. Okay. Oh, der sieht auch nicht so gut aus. Sicher, dass wir hier noch gar nicht waren? Wie viel Akku haben wir hier noch? Nehmen wir lieber das hier mal. Oh. Da haben wir den hier. Genau. Stimmt, hier hatten wir auch mal gegen irgendwas gekämpft. Gegen was nun nochmal? Genau, so ein Thrombosen-Jonas, der hier rumlief. Das weiß ich noch. Haben wir rote Farbe. Aber hatten wir hier auch wirklich schon alles erkundet gehabt? Da war ein Weg nach oben. Genau, da war ein Ausgang, ein Weg nach oben, aber war hier nicht noch mehr? So, wir haben wieder Durst. Ah, nehmen wir mal ein Soda. Ah, Dynamit. Aber ich kann ihn nicht mehr tragen.
Noch eine Kassette. Kassette 3? Ah, stimmt, Kassette 3 hatten wir. Gut. Kassette 3, 2, 1. Müsste hier nicht noch mehr sein oder so vielleicht? Was wir übersehen haben, vergessen hatten. Irgendwo hier? Auf der Map? Ja, oder wir gehen noch mal hoch und nehmen mal den anderen Weg. Vielleicht hatten wir den anderen noch nicht. So, 41%. Ah, wir wechseln wieder auf Feuerzeug. Ich glaube, die Batterien sind mir zu schade hierfür. Komm. Aber wie schnell wir wieder Hunger haben, ey. Oh, waren drei Wege. Oder doch nicht. So, dann gehen wir hier mal durch. Ne, hier waren wir noch gar nicht. Mittagessen mit Megan. Mittagessen mit Megan. Ja, okay. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, dass wir hier noch gar nicht waren. Aber es kommt mir irgendwie so eine Mischung aus beidem vor, dass wir hier noch gar nicht waren und doch irgendwie schon. Ja, aber immerhin kriegen wir hier wieder Alkohol. Und es hätte ja sein können, dass wir hier vielleicht noch was vergessen haben, übersehen haben. Genauso wie das hier. Auch Snacks haben wir wieder voll, dann können wir eben schnell einen essen. Klettern hier mal hoch. So. Ah, da. Da geht's hoch. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt genau
wieder rauskommen und dann suchen wir uns mal schnell die nächste Höhle. Weil das war jetzt ein bisschen schade. Ich hatte gedacht, wir hätten hier noch nicht alles erkundet. Okay, ist jetzt aber auch schon über einen Monat her, wo ich das letzte Mal, bevor es gespielt habe. Und ich habe ein bisschen so noch dunkle Erinnerungen, wo wir waren, wo wir nicht waren. Aber erinnern tue ich mich so gut wie gar nicht mehr, kann man auch sagen schon. Oh, warte. Ja. Hier geht's wieder raus. Und es scheint Nacht zu sein draußen. Oder doch nicht, ist noch Tag. Können wir Licht ausmachen? So. Ah, doch, daran erinnere ich mich. Diesen Höhlen. Ja, doch. Wir sind hier. Genau in dem See, wo damals 2019 Gronkh und Tobi ihre Hütte gebaut hatten. Genau in dem See sind wir. Wo die hier dann ihren Zelt hatten und so weiter. Ihr Shelter. Hier die Musikbox. Da alles abgeholzt hatten. Boah, ich, falls Gronkh und Tobi irgendwann zusehen, so, ihr seid auf jeden Fall für mich eine große Inspiration. Euch beide habe ich auf jeden Fall gefeiert. So. Aber wir brauchen wieder die Axt. Und genau an dem Dorf wollt ihr noch vorbei. So, Stoff nehmen wir mit. Ich hoffe, da ist. Stimmt, die Höhle da hinter denen am Dorf. Die wollte ich noch erkunden. Da waren wir noch gar nicht drinne. Ureinwohner scheint hier auch noch gar nicht in der Nähe zu sein. Dann wieder Seil. Kann ich nicht mehr tragen. Jetzt mal hier dann reingehen. Wir sind da runtergefallen. Ah, hier könnte man speichern. Oh. So, dann gehen wir hier mal rein. Oh. Was ein Ruckler. Ja, genau. Hier hatten wir noch nicht wirklich was erkundet. Und hier geht es auch ganz schön tief runter. Ich habe da was bewegen gesehen, glaube ich, oder? Ich glaube, da war ein Ureinwohner. Ja, hier waren wir auf jeden Fall noch gar nicht drin. Oh, wie tief geht's hier runter? Ah, doch. Schon mal hier gewesen, aber nicht weitergekommen. So war das, glaube ich. Die Dinger brauchen wir nicht.
brauchen wir nicht. Aber da können wir eben noch was essen. Wenn wir hier noch genug rumliegen haben. Ne, doch nicht. Hier waren wir vielleicht doch noch gar nicht. Da ist ein Weg nämlich runter. So. Dann mal gucken. Genau. Hier führt's runter. Ah. Da ist die andere Höhle, wo wir gerade noch waren. Das ist der andere Weg. Dann müssen wir hier wahrscheinlich nach Norden oder hier irgendwo. Oder führt hier vielleicht irgendwo ein Weg weiter? Hier hängt auf jeden Fall jemand an einem Seil. Ist denn das? Next. Ah, hier ist keine Höhle. Hä? Okay, dann wärmen wir uns hier mal eben ganz schnell auf. Hier steht, dass hier irgendwo ein Weg sein soll. Vielleicht da hinten? Oben scheint was zu sein. Nee, das deutet schon in diese Richtung. Kombiniere den mal mit Batterien. Ich glaube, da oben ist ein Weg. Na, lass mal hier wieder raus. Weil der eine Weg da unten, da hinten, der bringt uns nur wieder zurück von da, wo wir gerade kamen. Dann müssen wir mal eine andere Höhle suchen. Wird das jetzt wieder ewig dauern? Oder ich habe da oben diesen kleinen Zwischenstopp dort was übersehen. Könnte auch sein. Nein, ich wollte nicht die Taschenlampe, sondern wieder den hier. Kann sein, dass ich hier vielleicht was übersehen habe. Einen kleinen Weg, Gang. Hier holen wir sowas in der Richtung. Ja. Egal.
Gehen wir noch mal ein bisschen weiter nach Norden und hoffen, dass wir da was finden. Jetzt ist es Nacht draußen, alles klar. Oder doch nicht? Immer noch keine Nacht. So, ganz schnell den hier erstmal ablegen. Was wollte ich noch? Genau, den hier. Und Licht wieder aus. Karte. Norden, genau, da hinten. Da haben wir auch noch eine Höhle, die wir noch nicht erkundet hatten, aber markiert. Vielleicht habe ich hier irgendwo noch eine. Na, da ist das Arschloch der Welt. Wer weiß, vielleicht ist hier noch eine, die wir noch gar nicht entdeckt hatten. Gehen wir da mal hin. Da scheint irgendwie ein Weg zu sein. Hier auf. Ich will aber jetzt nicht rausfinden, ob wir auch von hier aus irgendwie runter können. Ich denke schon, dass man da irgendwie über die Höhlen hin kann. Aber egal, wir gehen jetzt mal weiter Richtung Norden. Genau, Norden, da hinten hin. Ja, das ist der, wo wir gerade waren. Dann haben wir auch noch eine. Hier ist ja noch eine. Neuer Eintrag auf der To-Do-Liste. Erkunde feuchte Höhle. Und erkunde Höhle auf Felsvorsprung. Boah, das war knapp. Das war knapp. Jetzt frage mich aber, was das für eine Höhle ist. Das ist aber jetzt eine komplett neue Höhle. Eine, wo wir noch gar nicht gewesen sind. So, wir wechseln wieder auf Feuerzeug. Und was sagt? Ah, das ist die Höhle. Da, wo ich vorhin versucht hatte hinzukommen, so den Gang, was so verbunden aussah. Oha, hier geht's auch noch mal weiter runter. Moment mal. Wo geht's hier weiter? Hier erstmal hier hin.
Wieder Babys. Ja. Nee. Warte mal, wir wechseln mal hier rauf. Dann mache ich mal ein bisschen mehr Licht. Dann wechseln wir hier drauf. So, oh, oh, ich will hier nicht runterrutschen. Dann riskieren wir es mal hier runter zu gehen. Ich hätte vielleicht schon auf die Axt rüber wechseln sollen. So. Dann können wir hier noch mal kurz hier drauf speichern. Für den Fall, dass wir drauf gehen sollten. Einmal sind wir ja schon drauf gegangen. Wo ist denn das letzte Baby? Wie geht's denn hier jetzt lang? Und ich habe gerade noch davon gesprochen. So. Hunger. Durst. Und ein kleines Feuer brauchen wir eben. Nee, nicht Unterkünfte. Feuer. Oder warte, wir gehen da mal vielleicht weiter. So. Ah, der ist jetzt gelb geblieben da hinten, okay. Oder wir machen mal den hier mit dem. Oh, wieder Alkohol. Noch mehr Alkohol. Medizin. So. So, das wird eine Herausforderung, da runterzukommen. Liegt was? Baum. So, wir machen noch mal den mit dem. Kann ich mit noch mehr Tüchern kombinieren? Nö. Okay. Hallo, ausrüsten. Nice. Und hier, ah, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Ah, dieser Ruckler. Na, ich würde sagen, wir bauen uns hier jetzt ein kleines Feuer. Und da. Wir haben uns eben auch und dann geht es gleich weiter. So, jetzt ist warm genug. Wo sind wir jetzt genau? Oh.
Geh dann runter da. Aber bisher scheine ich keine Monster zu hören. Oh ne, Babys. Ah! Next Baby. Oh. Wo kommst du denn her? Oh. Aus dir mache ich schöne paar Knochenrüstungen. Den nehme ich schon mal mit. Passagier gefunden, Platz 9a. Okay, warte mal. Dann machen wir Licht wieder an. Geld. Okay. Wir machen. Bin im falschen Menü. Wir machen hier noch mal ein kleines Feuer. Ziehen den hier noch mal aus. Und legen den hier mal drauf. So, dann gibt es gleich wieder schön leckere Knochen. Dann gibt es wieder Knochenrüstung. Ah, noch eine Rüstung. Ah, ich muss mal öfters wieder Schädellampen bauen. Alter. Wie geht's hier runter? Oh. Und auf der anderen Seite geht's auch noch mal weiter. Oh. Jetzt aufpassen. Und runter. Jetzt noch einer. Geronimo. Oh. Da könnte man runter, wenn man hier runtergefallen wäre. Okay. Will ich da runter? Wir gucken uns das erstmal an, was da unten gibt's. Hier haben wir ja einen Weg, der runter führt. Ich habe jetzt von der Karte her nicht erkennen können, ob da unten irgendwas gibt zu entdecken oder so, so einen weiterführenden Weg. Aber hier haben wir wieder einen Snack, wo wir zwei Stück wieder essen können. Computerteile auch. Neues Outfit. Noch mehr Snacks.
Und noch mehr solcher Lampen. Komm, wir springen mal rein. Mal schauen, was wir hier entdecken. Ich glaube, da kommen wir nicht hin. So, mir ist nass, ich bin kalt. So, da haben wir wieder Medizin. Na, ich glaube, hier gibt es nichts. Dann gehen wir mal da wieder rüber. Klettern hoch. Bauen uns aber noch mal kurz ein Feuer. So, hier. Zum Aufwärmen. Ah, jetzt. Jetzt funktioniert's. So. Und dann würde ich sagen, wir machen ein kleines Päuschen. So, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Und für euch ist es halt wieder halt nur ein kleiner Cut. Aber diese Höhle will ich auf jeden Fall für das Weihnachtsspecial, das heutige Weihnachtsspecial fertig haben. Und schwimmen Fische. Kann man hier Angeln bauen? Egal, das werden wir gleich herausfinden. Nach diesem kleinen Päuschen. Dann für euch ist nur ein kleiner Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Moin moin, und da bin ich auch wieder. So, ich habe eben noch schnell was gegessen. Und dann würde ich so die Power-Suppe können wir auch mal wieder ausziehen. Im Moment. So. Und dann gehen wir wieder auf Hof. Und dann den Rest der Höhle mal. Da bin ich jetzt gespannt, was wir hier finden. Aber hier unten gab es jetzt leider nichts. So. Bin ich gespannt, was wir entdecken werden. Aber ich hoffe nicht so viele von diesen Mutanten. Klar, gegen Muschiklaus hatten wir auch letztens beim Mann gegen Mann gekämpft. Da sind wieder Babys. Moment. Mach mal ein bisschen Licht. Da hinten. Oh, der Shinx spielt wieder Pixark. So, und dann noch einer. Ja, haben wir alle erwischt. Oh. Moin. Ah. Ja, erstmal die Pfeile wieder einsammeln. Müssen hier noch ein paar rumliegen. Ja, hier. Noch ein paar Stöcker. Nice. Das? Die Kletteraxt! Wir haben die Kletteraxt! Ja. Ne, wir brauchen erstmal noch den die Knochen da unten. Okay. Mit E. Wir haben die Kletteraxt. So. Noch mal ein kleines Feuer.
Dann legen wir den jungen Herrn mal drauf. Ja, Mann. Das hört sich ganz klar nach Thrombosen, Jonas, an. Der ist hier irgendwo. Boah, wir gehen gleich da mal hoch. Dann schauen wir mal, was da oben gibt's. Babys sind weg. Komisch. Boah, aber geil, wir haben die Kletteraxt. Ja, Knochen. Nice. So, wie viele haben wir jetzt? 11. 6. 1, 2, 3. Machen wir schon mal ein. So, uns fehlt so oder so einer, also ziehen wir den noch mal an. Und wir haben wieder Durst. So. Oh. Great Savings. 599,99. Kettensäge. Aber ich hoffe, die finden wir hier jetzt auch noch. So. Gehen wir hier mal hoch. Wechseln mal wieder darauf. Oh. Da hinten sind wieder welche. Nein! Ja! Oh, Zähne. Ich bin blutüberströmt. Wasch dich, um eine Infektion zu vermeiden. Ja. Wo ist der jetzt hin? Oh, nein. Warte mal. Komm, dann nehme ich die beiden schon mal. Nein, ey. Okay, der hat es noch überlebt. Komm, lauf aufs Feuer zu. Ja, hat cool gesagt. Komm! Komm her! Komm! So. Achso, ich dachte schon. Dann legen wir ihn auch noch drauf. Und den auch noch. Komm, ich will den Knochen. Hier haben wir auch noch einen. Ordentlich Knochenrüstung gleich, ey. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Da gibt es noch mehr.
das dauert noch ein bisschen halt, aber. Ja, da ist schon der nächste. Oh, Knochen haben wir jetzt auch schon. Voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ah, wir haben nicht genug Stoff. 1, 2. Ja. Okay, schade. Schade, schade. Ja, für die beiden reicht es nicht mehr. Vielleicht noch irgendwie was machen aus Knochen. So, ja. Knochenpfeile könnte ich machen, aber. Ja. Da haben wir nicht genug. Ja, da muss ich die hier liegen lassen. Schade. Bin ich richtig schade drum, jetzt aber egal. Jetzt ist die Frage, wo geht's denn da weiter? Nicht mehr Stöcker. Nice. Schokoriegel. Einmal auswaschen. Nice. Einmal den ganzen Blut weg. Noch ein Schokoriegel. Okay, dann können wir eben zwei essen. 1, 2. Na, hier geht's wieder hoch. Liste aktualisiert. Warte mal. Warte. Erkunde Höhle auf Felsvorsprung. Haben wir aktualisiert. Oh, hoppla. Teile haben wir auch wieder genug. Wir wechseln wieder hier drauf. Und wenn wir irgendwas jetzt mit den Seilen da machen. Lockbeutel mit 3 Tüchern und 2 Seilen. Wir haben keine 3 Tücher. Wenn wir noch irgendwas machen. Speertasche? Nee. Wenn man hoch. Hasenfell. Kleiner Steinbeutel. Hasenfell. Bewahrt zusätzlich kleine Steine auf. Nice. Können wir noch was daraus machen jetzt? Steinbeutel brauchen wir ein Wildschwein für. Okay. Aber jetzt können wir den hier auch noch mitnehmen. Und da können wir nicht mehr. Das führt da raus. Jetzt zum Ausgang. Dann gehen wir wieder zurück. Denn da hatten wir noch was nicht entdeckt gehabt. Ah, ich muss jetzt erstmal den hier wieder ausrüsten. Okay. Da gab es ja noch einen weiteren Weg irgendwie. Und den würde ich auch mal gerne weitergehen.
glaube, wir sind schon ganz unten. Jo. So, wir rüsten wieder den hier aus. Schädel. Und. Upp. Und. So. Oh. Da hängt ja einer. Wir wechseln mal wieder auf die Taschenlampe. Ich sehe hier gar nichts. Genau, da ist unser Feuer. Können wir vielleicht hier auch so, weil... Nein, 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 nein. Oh, ouch. Ja, machen wir halt so. Und hier waren wir noch gar nicht. Okay, ist das der richtige Weg hier? Ja. Wird geladen. Da ist ein Seil. Check hier fest. Hier liegt jemand. Weg mit dem Schädel. Weg mit dem Schädel. Ah, wieder ein X. Da scheint auch wieder was zu sein. Die alte Pistolenmunition. Noch ein Schädel. Und dann gehen wir hier mal vor. Ich glaube, das X markiert die Stelle, wo die Pistolenteile sind. Oder Schlosspistole. Zwei Teile haben wir ja, glaube ich, schon bisher gefunden. Einer war ja direkt quasi vor meiner Haustür. Hört ihr das? Ich glaube, das muss ich sprengen. Wo? Da haben wir Dynamit. So. L. Und rein da. Ist das offen? Jo, ist offen. Oh, da sind wieder hier Ureinwohner. Und Babys. Eins, zwei, eins, zwei. Jetzt hoffentlich genügen, um die Babys auszuschalten. Aua! Hey! Ich hoffe, ihr habt hier... Oh! Warte mal. Dann machen wir das so. Okay, das scheint doch nichts zu werden. Wo ist der? Ah! Oh! Den nichts! Wo ist der? Scheiß Feuerzeug! Oh, Digga. Wo sind die da? Ach, noch ein Baby.
Ging mir das Feuerzeug gerade auf den Sack. Konnte ich gar nichts mehr sehen. Wo haut er ab? Ja, sehen wir die beiden mal an. Ja. Kommt er gleich wieder? Da kommt er wieder. Komm. Ah, aua. Oh. Ach, du lebst noch? Ja, ich bin blutüberströmt. Ich hoffe für euch, ihr habt hier Stoff irgendwo rumliegen. Oh. Stoff, Stoff, Stoff. Siblings still missing. Zwillinge werden vermisst. Oder Kinder, Geschwister werden vermisst. Wenigstens haben wir wieder Stoff. Alkohol haben wir keinen Platz mehr. Wir wechseln jetzt wieder aufs Feuerzeug. Und bauen uns hier mal wieder eine. Oder warte, ist hier vielleicht irgendwo eine Feuerstelle? Nee, aber wir haben ja wieder drei Stoff hier. Ziehen wir die wieder an. Vielleicht ist hier auch nochmal Stoff. Nö. Lassen wir den mal hier liegen. So. Den nehmen wir auch mal mit. Den tun den auch mal hier hin. Hier lag doch noch irgendwo einer da. Der dritte. Gucken, ob ich hier noch mehr Stoff habe, finde. Nee, aber immerhin Soda, Soda, Soda. Dann nehmen wir hier noch mal einen Schluck. Und auch noch einen davon. Also noch mehr. Wo bin ich hier jetzt gelandet? Eine riesige Höhle auf jeden Fall. Da hinten geht es auch weiter. Brauche aber Tücher. Ohne Tücher kann ich aus denen ja keine Knochenrüstung machen. Gehen aber zuerst hier mal rechts rum. Schauen mal, was wir da finden. Ja, vielleicht gehen wir auch einmal kurz ins Waschen. Da ist ja Wasser. Und noch einer. Ja, komm. Oh, da ist noch einer. Ja. Warum? Wo ist der andere jetzt? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ach, da ist er. Dich nehmen wir auch mit. Wenn wir uns hier noch einmal kurz waschen oder so. Nö. Kommen wir hier auch wieder hoch? Ja. Wenn wir den auch noch mal hier dazulegen.
Und wo ist der andere? Da liegt der. Es wäre schön, wenn ich jetzt hier noch ein paar Tücher finden würde. Könnte ich aus den fünfen hier eine Knochenrüstung machen oder mehrere? So. Jetzt sind wir sauber. Was gibt's denn hier? Auf der Mitte dieser Insel. Nur den. So. Hier haben sie nicht. Wo komme ich hier jetzt hin? Man gibt hier Geld. Geld, noch mehr Schädel. Hier ist wieder Benzin. Passagier gefunden. Ach, hier. Oh, da ist eine Kettensäge. Wo ist sie da? Ja. Ja. Wir haben die Kettensäge. So, wir gehen erstmal hier hoch. Mal gucken, was es da oben gibt. Scheiße ich auf die paar Knochen da unten. Aber da unten gab es noch einen Weg, das weiterführt. Also müssen wir gleich auch, wenn hier einen Ausgang gibt oder sowas, müssen wir gleich nochmal zurück. Wir haben die Kettensäge. Wo sind wir überhaupt? Ah, wir sind hier. Ah, wir wechseln trotzdem vielleicht mal zur Axt. Genau, wir sind hier bei dem. Da vorne gab es noch einen Weg. Hier. Keine Ahnung, wo das hier hinführt, aber hier geht es unter Wasser. Okay. Bin ich die Karte jetzt hier aufzumachen? Na, ja, das war nur eine Sackgasse. Da gab es auch irgendwie nichts. So, jetzt müssen wir uns eben aber aufwärmen. Ja. So, jetzt ist nur die Frage, weil da oben gab es ja auch noch einen Weg, das irgendwohin weitergeführt hat. Wir aber nicht wissen, wohin. Gehen wir zuerst nach da oben oder nochmal zurück und gehen den anderen Weg, den wir noch nicht erkundet haben. Ich glaube, wir gehen nochmal zurück. Weil zurück sind wir uns nicht sicher, ob wir da nochmal einen Ausgang finden. Wird am meisten Sinn machen. Oh, aber wir haben die Kettensäge. Ich habe mich schon so darauf gefreut, die zu finden. Ich wollte die schon, keine Ahnung, wie lange schon finden. Und jetzt... Jetzt haben wir sie einfach.
Ein Stück Seil. Oh, die hätten wir uns auch aufwärmen können. Ja, Mann, wir haben die Kettensäge. Liste aktualisiert. Was haben wir jetzt wieder aktualisiert? So. Finde einen Weg, die Felswände hochzuklettern. Die haben wir. Heraufzuklettern. Finde einen Weg in den Kessel. Finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Finde Timmy. Feuchte Höhle haben wir auch. Wir haben alle Höhlen, die hier stehen, schon erkundet. Hängende Höhle. Feuchte Höhle. Hängende Höhle weiter erkundet. Unterwasserhöhle erkundet. Höhle der Anwälte erkundet. Höhle auf Felsvorsprung erkundet. Wasserfallhöhle erkundet. Haben wir jetzt eigentlich alle. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir dahin gehen, was wir da noch finden werden. Denn da hinten ging es ja auch weiter. Oder da war das? Gerade sagt, hier geht es irgendwo weiter. Oh, von da kamen wir. Ah, hier. Hier geht's weiter. Du hast Hunger, finde was zu essen. Jetzt nicht mehr. Noch ein Stein. So. Hier hinter? Ne. Ah, hier. Hier geht's weiter. Oh, jetzt wird's gleich wieder ruckeln. Oder doch nicht? Moment. Das klingt nach Galoppelheinz. Ja, wir bleiben hier oben. Ja. Ah, geil. Kann währenddessen noch Pfeile einsammeln. Nice. Höre ich hier aber noch irgendwas? Hört ihr das? Oh, da sehe ich sie. So. Ich hoffe, ihr seht sie auch. Den habe ich erwischt. Und den habe ich auch erwischt. Ich hoffe, da vorne ist keiner mehr. Jo, die sind beide tot. So. Und hier kamen wir. Hier gibt's nichts.
hinter gibt es auch nichts. Aber wir holen erstmal die ganzen Pfeile hier raus und nehmen uns ein Stück Mutantenrüstung. So, hier gibt es schön leckere Menschenhälften. So, jetzt ist die Frage, wo geht's hier weiter? Genau, von da kamen wir. Hier liegt nochmal ein Stein. Na, hier ist ein Weg, aber haben wir hier auch alles schon erkundet? Hier ist auch nochmal ein Weg. Aber wir gehen erstmal hier rauf. Schauen wir mal, wo wir ankommen. Obwohl, es sieht schon aus, als würden wir hier irgendwo... Da ist noch einer. Komm her. Komm. Oh, warte. Aua, aua. Tut weh. Hallo? Wo wird das hin? Was sagt die Karte? Keine Ahnung, aber hier gibt es noch was. Noch mehr Seile. Warum haben die alle sich da gerade bewegt? Kommt da gleich noch was auf mich zu? Stoff! Bleib Knochenrüstung. Dass aber so viel Stoff hier gibt, macht mir schon ein bisschen Sorgen. Weiß also, gleich kommt was Großes auf mich zu. Oh, hier gibt es wieder ein Foto. Den ich nicht aufnehmen kann. Warum auch immer. Hier gibt es nichts. Hier gibt es nichts. So, hier sind noch mal ein paar Schädel. Münzen. Passagier gefunden, Platz 4D und was? Okay, hier ist komisch. Gibt es hier noch irgendwie was weiterführt? Na, anscheinend nicht. Hier hinter gibt es auch nichts, was weitergeht. Oh, hier sind noch mehr. Ja. Nice. Habe jetzt alles Stoff gefunden, gesammelt hier? Nein, noch nicht alles. Hier ist auch noch was. Nee, den haben wir schon. Hier sind noch welche. So.
Hier ist noch einer. Doch nicht. So, aber dann heißt das, kann 1, 2, 3, 4, 5, 6 nochmal. Oh, geil. 51 haben wir wieder. Können wir hier nochmal ein kleines Feuerchen machen. Aus den beiden noch mal ein bisschen Knochenrüstung machen. Und ich hoffe, wenn wir da zu dem Dings noch mal zurückkehren, dass die fünf da immer noch liegen, dass wir aus denen auch noch mal Knochenrüstung machen können. Ich will jetzt eben ganz kurz warten. Und dann schauen wir mal, wo es weitergeht. So, wir könnten hier rein theoretisch hochgehen und gucken, was es da gibt. Wenn das ein Ausgang ist, dann gehen wir wieder runter und gehen nochmal zurück und gucken da nochmal weiter. So. Wir gehen jetzt erstmal hoch, gucken an. Ah, erstmal Knochenrüstung machen. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und die beiden auch noch anziehen. Dann noch einen kleinen Snack. So, liegt hier noch was an Knochen rum? Abgesehen von den Schädeln? Ne. Dann gehen wir jetzt hoch. So, gleich sind wir schon 2 Stunden dabei. Aber ich habe ja gesagt, es wird hier eine etwas längere Weihnachtsfolge heute. So, ich mache zwar zwischendrin mal so ein kleines Päuschen oder so, weil muss man auch mal auf Toilette oder hier auch mal was essen und so. Aber ich habe vor, die Weihnachtsfolge durchzuziehen. Das sieht aus wie ein Ausgang. Ist das ein Ausgang? Ja, das ist ein Ausgang. Dann gehen wir nochmal runter. Das sieht nach Ausgang aus. Und wir haben da ja noch eine Stelle noch nicht erkundet. Daher müssen wir da noch mal lang. So. Genau, wo war denn das? Ne, hier war das nicht. Das ist nicht der Weg. War echt lustig, wie die da rumbaumeln. Hier ist ein Fehler passiert. Ich glaube, die hätten nur einmal hängen sollen und hängen jetzt doppelt. Den Weg müssen wir. Genau. Und dann war hier irgendwo links der andere Weg. Boah, wie dunkel das auf einmal hier ist. Ich glaube, das war hier irgendwo. Genau, da hier einmal rechts rum und dann darunter und dann müsste der da sein. Genau, da war der. Das ist der andere Weg, der weiterführt. Ja. So, wo bin ich hier? Das sieht so wie ein Tor aus. Hier geht es auch nochmal in 2 Richtungen weiter. Einmal geradeaus und einmal nach rechts von mir. Wir gehen zuerst hier rechts rum. Oh, wie tief geht's hier runter?
Jetzt hatte 5 gesammelt. Jetzt hatte 5. Rick Gold Strength Ability in Wisdom. Nein, warte. Den mit dem. Ja, Mann. Aber wir hören uns das später in der Bude genauer an. So. Wo sind wir denn hier? Aha. Ja. Das Loch kennen wir. Zum Notizbuch des Buches hinzugefügt. Drücke B, um das Überlebenshand zu öffnen. Okay, irgendwo haben wir was. Infiziert von der Aloe Vera, um dich zu heilen. Haben wir noch Aloe Vera? Aloe Vera haben wir. Jetzt haben wir nichts mehr. Momentaner Zustand gut. Geistige Gesundheit bei 73%. Oh. Stärke 56,4. Athletik 61,2. Hm. Okay, aber wo haben wir die Dingens? Wenn du einen Gegenstand herstellen möchtest, dann musst du die nötigen Mengen an Ressourcen sammeln. Ja, okay. Kennen wir. Aloe Vera, Brombeeren, Blaubeeren mit ovalen Blättern, Pfifferling, Chicorée, Sonnenhut, Löwenzahn, rehbrauner Dachpilz, Weidenröschen. Dann, ich glaube, hier sind die, die man essen kann. Hier sind die, die giftig sind. Fliegenpilz, Schachtelhalm, leuchtender Ölbaumpilz, spitzkegeliger Kahlkopf, Ringelblume, giftiger Stäubling, Knallerbse, Distel, schwarze Heckenkirsche. Dann hier große braune Fledermaus, Hüttensänger, Wildschwein, Kanadagans, Rotkardinal, Krokodil, Krähe, Reh, Wildkaninchen. Die beiden fehlen uns noch auf dieser Seite. Dann hier Beringmöwe, Baran, unechte Karettschildkröte, Waschbär, den müssen wir finden. Wanderdrossel, Schneeschuhhase, Eichhörnchen und Schildkröte. Der fehlt uns noch. Den müssen wir auf jeden Fall finden. Dann hier Maskenfalterfisch, Karpfe, Höhlenfisch, Dorsch, weißer Hai. Den haben wir schon so oft gesehen, aber der wurde nie aktualisiert. Keine Ahnung warum. Palettendoktorfisch, Felsenschönheit, Gelbschwanz-Segeldoktor. Okay. Das ist doch Dori, oder? Dann müsste hier das Neue eigentlich sein. Da, genau das da ist das Neue. Okay, dann werden wir den hier wieder zumachen. Oh, Dynamit. Brauchen wir hier jetzt gleich Dynamit oder wie? Dead K. Hubschrauber. Genau jetzt so unter meiner linken Hand. Da ist der Hubschrauber. Oh, wie weit runter müssen wir denn eigentlich? Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Und es ist schon viel zu lange her, wo wir das letzte Mal gespeichert haben, um dahin anzukommen. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal rein. Ah, jetzt ruckelt's. Und wir müssen dann auch wieder einen Ausgang finden, um wieder rauszukommen. Das hätte 5 nochmal gesammelt. Nice. Nein.
Das hier wollte ich. So. Ach, wir sind schon da. Aber. Dead Cave. Oh, das Höhle. Oh, ich denke, wir haben eh wieder Durst und Hunger. Nice. Ah. Achso, das. Können wir den hier auch aufmachen? Ja. Und den hier. Zwei Geldscheine gesammelt. Okay, das führt nirgendwo hin. Hier gibt's nichts. Okay. Warte mal. Da sind wieder Fledermäuse. Gleich gibt es wieder einen Jumpscare. Aber wir haben jetzt ein ordentliches Stück von dem ganzen Höhlensystem erkundet. So, wo kommen wir da jetzt gleich an? Noch ein Passagier gefunden. Hier weiter. Jo, hier geht's weiter. Wo sind wir jetzt genau? Ah, okay, so können wir ein bisschen. Ah, da sind wir. Okay. Das ist da, wo wir schon öfters mal versucht hatten, irgendwie hinzukommen, weil es so verbunden aussieht, aber nicht verbunden ist. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Was genau da ist. Oh, das sieht wieder aus, als würden hier gleich Mutanten kommen. Noch einen kleinen Stein. Ja, nein. Ja, nice. Da hinten ist, glaube ich, jemand, oder? Ne, da ist nur jemand aufgespießt. Ist aber komischerweise ruhig hier. Hier ist jede Menge Stoff. Okay, der wurde gekreuzigt. Ja. Okay, wo geht's hier lang? Ja, nix. Hier geht's nirgendwo hin.
Warte mal. Da vielleicht noch irgendwie wird. Auch nicht. So. Hier geht's runter. Kann aber nichts erkennen, ob da irgendwer ist oder so. Mal schauen, gibt es da irgendwo noch einen Weg weiter? Ja. Ach, hier kann ich auch noch mal so gucken. Boah. Ja, dann. Ich habe mich gerade erschrocken. Ich habe irgendwas gehört gehabt. Geht das auch? Noch ein Stück vom Spiel zu. Oh, wir können. Nein, jetzt fehlt hier noch was. Ah, uns fehlt noch ein Arm. Ein Arm fehlt uns noch, aber. Noch ein Bild von Timmy. Und hier ist noch ein Bild von Timmy. Oh, das sind wir mit Timmy, wie wir im Flugzeug eingestiegen sind und geflogen sind. Warum haben wir die Axt nicht mehr ausgerüstet? So, noch mehr Stoff. Noch mehr Stoff. Führt das hier jetzt hin? Ich sehe schon, das führt zum Ausgang. Ja, wir gehen dann den anderen Weg nochmal entlang. Schon der Weise ganz schön leer hier. Und hier waren wir ganz sicher noch nicht. Koffer? Wechselkleidung? Nee, brauchen wir nicht. Gehen wir hier mal entlang. So. Ah, hier scheint es irgendwo hinzuführen. Mhm. Da leuchtet was. Achso, das ist nur das Ding. Achso, ich dachte, es wären Ureinwohner. Oh. Oh. Geld. Noch eine Leuchtfackel, Medizin, Essen, Hose, Rucksäcke, noch mehr Medizin, noch mal Essen. Und dann können wir in der Zeit eben hier eins trinken, können wir auch nehmen. So viele Uhren, wie es hier gibt, wie viele können wir? So, dafür brauchen wir jetzt noch Klebeband, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, was fehlt uns noch? Münzen. So, 1, 2, 3, 4. Und Alkohol. 1, 2, 3, 4. So. Dann können wir noch mal ein paar Uhren mitnehmen. Ah, nochmal Stoff, Uhren. Komm, dann können wir noch ein paar mehr machen von denen. 1, 2, 3, 4. Wo haben wir die Dinger nochmal? Die Uhren? Da. 1, 2, 3. Hallo, ich will die Uhr. Ich will die Uhr. Ich will die Uhr. Ja. Und da 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3. Okay, mehr schaffen wir nicht. Und was fehlt uns noch? Genau. Ah. Wir können eh nicht noch mehr machen. Okay. So, ach doch. Haben wir noch Alkohol? Haben wir noch ein bisschen. Dann nochmal. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Nein. Ah ne, wir haben die Platine nicht mehr. Ah. Da haben wir aber wieder welche. Dann. Katana. Wo? Da. Und das Katana. Kann man das verbessern? Kombinieren. Womit können wir das verbessern? Vergiften können wir das mit Beeren. Beeren haben wir aber nicht. Okay, aber wir haben das Katana. Digga, das ist Weihnachten. So, aber hier geht es glaube ich nicht mehr weiter, oder? Wir sind hier oben rum. Digga, es ist einfach Weihnachten. Heute einfach mal in dieser Aufnahme, in der heutigen Weihnachts-Special-Folge, wirklich einfach mal die Kettensäge, die Kletteraxt und das Katana. Das ist wirklich Weihnachten. Boah. Einfach geil, ey. Haben wir jetzt. Boah, jetzt müssten wir nur noch den modernen Bogen finden. Und die ganzen Teile von den Steinschlosspistolen. Dann hätten wir, glaube ich, alles, oder? So, wir müssen jetzt aber noch mal kurz zurück, weil wir den einen Weg ja noch gar nicht gegangen sind. Wer weiß, vielleicht ist genau da der Bogen. Genau, wir müssen noch einmal darüber. Und jetzt werden wir von Muschiklaus oder so überrascht. Ja, genau. Wir müssen den kompletten Weg dann nochmal zurück. So. Und den anderen Weg dann nochmal entlang nehmen. So. Ach stimmt, da gibt es keine Platinen, schade. Und hier irgendwo kamen wir. Oder? Ah. Oder. Oh. Was soll, Timmy? Was soll das denn jetzt heißen? Okay, der Weg führt jetzt raus. Neue To-Do-Liste aktualisiert. Warte, was? Hier To-Do-Liste. So, Tote Höhle. Wir haben die Tote Höhle erkundet. Okay. Und, aktualisiert, also beendet. So. Gab es hier noch irgendwas zu erledigen? Glaube ich, hier gab es nichts mehr zu erkunden. Doch, gab es noch was. Das heißt, wir müssen hier doch nochmal zurück. Wenn ihr da rechts schaut, neben meinem Daumen, links vom Daumen, da war ja noch was, wo wir umgekehrt sind. Das heißt, wir müssen hier jetzt rein. Genau. Ich glaube, hier gab es noch eine Stelle, was wir auch noch nicht ganz zu Ende erkundet haben.
Wo waren das genau? Genau, wir sind jetzt gleich davor. Hier. Ja, die haben wir doch komplett zu Ende erkundet. Aber wir müssen jetzt nochmal dahin zurück. Und diese Wand nochmal hochklettern. Genau, von hier kamen wir. Ja. Ich kontrolliere immer wieder auf der Karte, ob wir hier auch richtig sind, wo wir jetzt hinlaufen. So, müssen wir jetzt hier rechts, glaube ich. Oder doch nicht. Warte mal. Genau, hier müsste doch irgendwo ein Weg nach oben sein. Oder nach unten. Ja, genau hier durch. Nein, das war falsch. Doch diesen Weg entlang. Dann müssten wir jetzt sofort hier da sein. Warum haben wir Katana nicht mehr ausgerüstet? Genau, wir sind wieder hier. Wo war denn jetzt genau der Weg? Hier geradeaus. So. Genau, dann hier wieder hoch. So. Und dann müsste hier vorne. Genau, hier haben wir es ja wieder. Wieder hier drauf. Ja. Und dann sind wir wieder in dieser Höhle hier. Mit den Passagieren hier. Nochmal ein Bein oder ein Arm? Wir können ihn vervollständigen. Errungenschaft, Good Father. Nice. Wir haben jetzt einmal Bad Father und Good Father. Genau, wir sind jetzt in der Höhle hier. Hier war, glaube ich, der Ausgang. Genau, richtig. Hier kommen wir gleich wieder raus. Und dann gab es da noch, wo wir schwimmen, tauchen konnten. Bälle irgendwo. Hier Richtung Süden. Genau, da haben wir es. Und dann schauen wir mal an, wo wir hier ankommen, beziehungsweise jetzt muss ich wieder erstmal was snacken. So.
Sauerstoff ist auch schon fast leer. Ja, mir ist kalt, ich bin nass. Baue ein Feuer, um mich zu wärmen. Ah, komm, ich stecke hier fest. Hallo. So, wo geht's denn hier weiter? Hallo? Wo geht's denn hier raus? Oh, hier bin ich. Hier bin ich jetzt angekommen. Alles klar, jetzt muss ich aber erstmal Feuer bauen. Ja, ich baue doch schon. Den können wir wieder abrüsten und den ausrüsten. Also, ne, ich dachte kurz, das wäre ein Waschbär. Wenn das jetzt ein Waschbär gewesen wäre. Boah, das wäre so schön. Boah, aber ey. Was eine Folge heute. So, dann machen wir uns auf den Weg wieder zurück nach Hause. Auch wenn es dunkel ist. Aber die Folge hat sich definitiv gelohnt. So. Ich hoffe, ich komme jetzt keinem Ureinwohner über den Weg. Aber wir müssen es auf jeden Fall wieder nach Hause schaffen. So. Nein. Ich glaube, auch wenn es dunkel ist, ist es hell genug, dass wir was sehen. Ich fall da gleich rein. Ich dachte schon, ich laufe da gleich rein. Laufen aber einmal drum herum. Boah, wir brauchen dringend einen Waschbären. So, warte. Wir hatten hier da hinten noch eine gelb markierte Höhle. Genau hier. Die wollten wir da aber noch blau färben. So. Ist die jetzt auf blau? Nur wegen den Ureinwohnern, die auf mich zugerannt kamen, habe ich das nichts gemacht. Warte, wir können hier eventuell einmal kurz nochmal zwischenspeichern. So speichere ich aber hier. So. Ach komm, wir können auch hier einmal kurz pennen. So, früher Morgen. Dann rennen wir hier mal Richtung zu Hause. Aber ich fand schade, dass wir jetzt auch nicht geschafft haben, den Bogen noch zu finden. Den modernen. Aber wir haben ja auch noch nicht alle Höhlen erkundet. Vor allem, wenn wir hier mal da ganz im Norden gucken. Die haben wir noch gar nicht erkundet. Wir haben die zwar schon entdeckt, aber da waren wir noch, glaube ich, noch gar nicht drinnen. Und wer weiß, vielleicht ist der Bogen dort.
Für den Stock. Okay, Stöcker können wir nicht mehr. So. Na, wir können auch eben mal kurz hier was trinken. Ja, wir sind ja schon gleich zu Hause, machen eben am Lagerfeuer was zu essen. Wir haben gerade gespeichert. Komm, wir versuchen es mal, wir riskieren es mal. Kriegen wir vielleicht auch noch ein paar Knochen. Wir haben ja der Katana. Kommt her! Hallo! Hallo Freunde! Oh. Doch heftiger als ich dachte. Ah. Ja. Warte. Was müssen wir nehmen? Stellt Ausdauer wieder her. Ausdauer? Ne, Gesundheit. Wir brauchen was für Ausdauer. Kombinieren. Ne, warte. Ne, kein Health Mix. Energiemischung. Ah, für Energiemischung haben wir jetzt nichts. Schade. Oh. Oh. Oh, nee. Warte. Ganz kurz. Oh. Ah, ich hab erwartet, ich wäre stärker. Ich habe gedacht, ich wäre stärker. Okay, die hauen ab. Egal. Und nochmal zweimal Knochenrüstung. Schmeiße ich den schon mal da drauf. Zur Not gehe ich auch nochmal hier drauf. Falls sie gleich wieder da sind. Komplette Knochenrüstung verballert jetzt wegen denen. Komm ich jetzt. Ja. Komm da dran. So, die brennen. Dann ganz kurz abwarten. So. Dann ist jetzt nur die Frage. Steinchen. Wie viele Steine können wir jetzt eigentlich haben? 10. Vorher hatten wir, glaube ich, nur 10 haben können. Jetzt glaube ich vielleicht 20. So. Ja, wo sind die Knochen? Hallo? Ah. Ach so, das Ding ist kaputt gegangen. So, wie viele Knochen haben wir? 15. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, dann ziehen wir die beiden schon mal an. Oh, wir sind blutig. So, dann suchen wir uns mal ein Karnickel oder sowas. Irgendwas, das wir essen können.
Ach so. So können wir Pfeile wechseln. Ach nö. Ja, den haben wir erwischt. Achso, ich muss nach da hinten hin. So, da ist mein Bot. Aber endlich haben wir auch wieder genug Stoff. Nein! Kommt ihr gleich mit zwei? Ah! Nein! Ich habe jetzt echt nicht erwartet, dass die jetzt mit beiden Galopplinsen hier ankommen. Headshot. Ja. Und den krallen wir uns jetzt auch noch vor. Nein. Galopp 1. Hey. Oh. Nein. Nein. Er steckt jetzt in meinem Boot fest. Boah. Komm, geh endlich drauf. Der ist tot. An den einen unten kommen wir nicht mehr ran. Noch mehr Pfeile hat er nicht, ne? So, die beiden haben. Doch, der hat hier noch Pfeile. So, dann machen wir hier noch mal ein kleines Feuer. So.
Und hier schmeiße ich mal den Karnickel drauf. Aber von dem unten im Wasser kriegen wir nichts mehr. So, was ist damit? Ich glaube, muss ich eh wieder voll machen. Warte. Mach mal so. So, was ist zuerst fertig? Die oder das? So, der ist fertig. Und hier wieder Knochenrüstung, nice. So, dann gehen wir mal wieder nach Hause. Aber meine wunderschöne Knochenrüstung, alles weg. Aber egal, diese Folge hat sich definitiv gelohnt. Diese Höhlentour und der Kampf gegen diese Truppe da. Konnte ich schon mal ausprobieren, wie stark hier der Katana ist. Es ist auf jeden Fall schnell. Und das waren ja die maskierten Kannibalen. Ureinwohner. Das sind ja eine der stärksten hier Arten von den Kannibalen. Also eigentlich an sich habe ich mich hier gut geschlagen, finde ich. So, wir wollen hoch. Wir wollen hier hin. Und dann können wir hier die Stöcker schon mal ablegen. Und hier noch die Steine. So. Ah. Okay, dann lassen wir das mal so. Ach so, hier war noch ein Stück Knochenrüstung. Aber egal, wir ziehen die hier dann halt wieder an. So. Eins. Ne, nicht so, sondern dann sind wir wieder vollständig mit Knochen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier. Wo haben wir das? Nicht Knochenkorb, sondern ich glaube, hier würde er noch einen Zaun eher passen. Nicht Knochenzaun, sondern Stockzaun. Nee, wir wollen es so haben. Dahin. Und dann wieder. Ah ne, warte. Machen wir vielleicht doch einmal hier. Ja. Den hier weg. Das Stück weg. Das weg. Das weg. Das. Und das. So, und dann können wir. Nein, aber dann können wir das von hier. Einmal so. Dann nochmal. So.
Und dann. Lassen wir so. Das sieht schon gut genug aus. Bis auf hier, das gefällt mir nicht. Nein, das will ich nicht so haben, sondern von hier nach. Und dann hier genau dasselbe Spiel. So. Hallo? Genau bis hierhin. Dann bis hier. Dann sagen wir mal vielleicht doch hier und dann noch mal bis hier. So, holen wir uns mal die Stöcker. Oder warte, so reicht schon. Muss ich hier aber noch was machen? So. Reihes bauen, wo war eigene Wand? Genau hier. Dann machen wir. Und hier bis hierhin. Ah, das gefällt mir gar nicht. Machen wir das so. Und hier der Seite genauso. Ja, dann wird das hier. Hallo? So. Und dann. Und dann soll es von hier ist hier so werden. Der richtigen Seite, ja. Dann machen wir hier genau dasselbe. Hier machen wir Fenster. Hier machen wir Fenster. Da können wir keins machen. Hier noch mal eins und hier auch noch mal eins. Dann können wir so, dann können wir hier eine eigene Treppe bauen. Von sagen wir mal von hier aus ist sagen wir mal bis hierhin. Ja, weiter geht nicht. Dann bis hierhin. Im Größe passt das sogar. Und dann kommt man immer von da drüben hierhin und kann dann wieder hier hoch. Boah, ich renne lieber hier nicht mehr. Geht immer enger. Und dann kann man hier oben so schön wieder das kleine Feuerchen anmachen. So, wo haben wir den? Wo haben wir den? Genau hier. Und dann brennt er wieder schön. Mal ein bisschen Geld reinschmeißen, dann haben wir zumindest schon mal $200. Immerhin.
So, und so sieht das dann am Ende aus. Da hinten noch einer am Rumlaufen oder täusche ich mich? Von den Galoppelheinzen. Egal, wir gehen wieder runter. Und sind auch schon gleich bei 3 Stunden. Also, ich sag dann auch euch schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Auch vielen Dank für dieses Weihnachtsspecial, dass ihr es ermöglicht habt, dass ich das machen kann für euch. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch frohe, frohe Weihnachten, schönen Heiligabend. Und dann sehen wir uns vielleicht hoffentlich morgen wieder zur nächsten Folge The Forest. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.